Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Evoland 2. Im letzten Part sind wir wieder in die Zukunft angekommen und haben jetzt einen Controller, oder besser gesagt eine Steuerung bekommen, wo wir scheinbar durch die Zeit reisen können, ohne Probleme. So, ganz kurz, haben wir jetzt noch unser Schiff? Ja. Ich glaube, wir brauchen den Captain nicht fragen, ob er uns rüberschifft. Ah ja, okay. Das ist schon mal einiges besser. So, Minus sollte ja hier noch auf uns warten und den wollten wir hier abholen. Er wird sicher überrascht sein, dass wir auf einmal hier sind. Falls er wirklich noch hier ist. Was zum Teufel redet ihr da? Ich stelle nur Theorien auf. Genauso gut könnten wir in einem Zeitalter landen, in meinem Zeitalter landen oder in dem von Fräulein Fina und Solid Snail. Wie Fräulein Fina sagen würde, ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Genau. Los geht's, Sol. Wir werden es erst herausfinden, wenn wir dort sind. Und in dieser Zukunft will ich nicht bleiben. Sie sind verschwunden. Warum bin ich nicht mit ihnen gegangen? Was mache ich jetzt? Tja. Wie gesagt. Wir wissen ja, wieso er nicht mitbekommen ist. Beziehungsweise, dass Velvet an seinem Platz stand. Minus, bin ich froh, euch wiederzusehen. Solid Snail, Fräulein Fina. Ich dachte, ihr wärt auf immer verschwunden. Das kann nur bedeuten, dass der Magilev seinen Zweck nicht erfüllt. Stimmt nicht. Das hat er. Er hat korrekt funktioniert. Aber das ist eine lange Geschichte, wo soll ich anfangen? Ich kann es kaum glauben. Mein Sohn, ein Terrorist und die Waffe. Aber ich sollte mich nicht zu sehr sorgen. Reno ist in diesem Zeitalter schließlich kein Kind mehr. Er muss einfach vor der Explosion geflohen sein. Vielleicht sehe ich ihn ja doch wieder. Ich war auch ziemlich überrascht, als sie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Und als sie mir alles erzählten, fiel es mir ebenfalls schwer, es zu glauben. Wer würde jemanden Glauben schenken, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen? Erst nachdem ich mich mit Carys unterhalten habe, war ich vollkommen überzeugt. Caris? Können wir ihr trauen? Sie hat uns vor der Explosion der Waffe gerettet. Und sie hat uns verraten, wie man die verstreuten Teile des Magieschlüssels beschafft. Das ist mir durchaus bewusst, Fräulein Fina. Und ich bin ihr zutiefst dankbar. Ohne sie hätte ich euch beide nie wieder gesehen. Mein Vater hat immer gesagt, dass alles seinen Preis hat. Warum ist sie euch nochmal zu Hilfe gekommen? Das würde ich doch gern wissen. An ihrem Wissen über die Magie besteht jedenfalls kein Zweifel.
Die kargen Beschreibungen des Magieschlüssels, die ich studiert habe, bestätigen ihre Erklärung. Für meinen Sohn macht das keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil. Wenn wir die Waffe von der Zeitachse entfernen, wird Rino nie daran gedacht haben, sie zu aktivieren. Ein beträchtlicher Teil der Geschichte wird neu geschrieben werden. Ehrlich gesagt macht mir der Gedanke daran Angst. Weil wissen wir, dass es keine unbeabsichtigten Konsequenzen gibt oder geben wird. Also ich werde nicht untätig rumsitzen. Egal was man tut, ein Risiko besteht immer. Und ehrlich gesagt kann es kaum noch schlimmer werden. Ich teile die Meinung von Fräulein Fina. Egal was wir ändern, meine Situation kann sich nur verbessern. Für uns ganz bestimmt. Aber vielleicht nicht für alle. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Ich hoffe wirklich, dass wir das Richtige tun sollen. Schnell bringen wir die Teile des Magieschlüssels zu Carius. Es freut mich, dass ich euch einmal mehr helfen kann, Solznail. Okay. Heißt, wir haben wieder unsere ganze Gruppe vereint. Und wir haben ja, glaube ich, noch ein bisschen Mana. Das heißt, wir können bei BB unsere Freunde verstärken. Beziehungsweise, ich glaube, dass wir jetzt Fina verstärken können. So, mal schauen, was die alte Hexe zu sagen hat. Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Einen Verbündeten wecken. Wisst ihr, warum ihr mich da bietet, mein kleines Pfirsichdörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana ist die Lebensessenz. Ja, das wissen wir doch schon alles. Mana. Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Wer kriegt denn die Erweckung? Fina. Auferwecken von Kräften. Finas Kraft hat Stufe 2 erreicht. Konzentriert euch länger für einen noch mächtigeren Angriff. Okay. Mehr Mana haben wir ja nicht und wir müssen ja Fina in der Vergangenheit zum Wächter des Sturmtals bringen. Das sollten wir jetzt machen können, nachdem wir sie erweckt haben. Beziehungsweise können wir hier eigentlich auch zur Insel der Piraten. Da wir jetzt ein eigenes Schiff haben. So, müsste ja eigentlich hier hinten sein. Nanu. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Da ist scheinbar ein Vulkan ausgebrochen. Diese Insel kommen wir nicht. Naja. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir jetzt die Magiliefen kontrollieren können. Heißt, wir versuchen das mal bei dem hier. Und springen einfach mal in Finas Zeitalter. Nochmal zurück. Hoffentlich. Nee, das ist Minuszeitalter. Jetzt sind wir in Finas Zeitalter.
Dann hier müssen wir ins Sturmtal. So, einmal Siegel setzen. okay. Jetzt ist hier auch schon die große Katastrophe. Beziehungsweise stimmt ja, wir sind ja aus dem Zeitalter ausgetreten, als die Katastrophe passiert ist. Blöd. Naja, reden wir mal hier mit den Wächtern. Ihr Hüter wurden von den Magie entdeckt. Sie glauben, sie hätten uns geschaffen, doch sie haben uns lediglich gefunden. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet, wie ich sehe, seid ihr hellwach. Doch bringt ihr mir, wonach ich frage? Ich glaube nicht. Glücksbringer vielleicht? Das ist es nicht. Okay, wir müssen ihm noch irgendeinen Gegenstand bringen, bevor wir weitermachen können. Na, muss ich jetzt nicht. Inwiefern ist sie jetzt eigentlich stärker? Okay. Einfach nur ein stärkerer Schlag. Hier haben wir jetzt auch das Portal. Die Frage, bringt uns das in die Zukunft? Ich glaube schon. Okay, also eine Abkürzung in die Zukunft. Beziehungsweise Tick zu Carius, egal in welchem Zeitalter. Hier müsste die Brücke noch blockiert sein. Heißt, die sollten wir jetzt mal entblockieren. So. Dann komme ich hier auch noch mal zum Spukwald. Beziehungsweise zu der Klippe. Da haben wir die Statue. Der Magilief ist ja immer noch zerstört. Gehen wir mal in den Spukwald. Wie hat sich denn der verändert? Da sind auf jeden Fall jetzt schon Personen hier. Okay. Er ist auch immer noch da, beziehungsweise nicht unten in der Grotte. Na, mal schauen, was der hier zu sagen hat. Hey, wenn ihr mir 50 gebt, erklickere ich euch, wo ihr in der Gegend einen Schatz findet. Na, was sagt ihr? Okay. Toll. Also gut, hört zu. Um den Schatz zu finden, müsst ihr was verschieben. Was bedeutet was? Meister Henker. Wir müssen was verschieben. Wir können noch mal mit ihm reden, oder? Hier schon wieder. Lasst mich in Ruhe. Ich hab doch gesagt, ich brauche keine Freunde. Ich habe genug damit zu tun, meinen neuen Unterschlupf einzurichten. Geschwickt mit Fallen, damit Eindringlinge wie ihr keine Chance habt. Wenn ich fertig bin, kommt ihr hier nie mehr lebendig heraus. Ja, Tai, wisst ihr, ihr solltet wirklich lernen, wie man Freundschaften schließt. Mischt euch nicht in meine Angelegenheit ein. Das hier ist mein Wald.
Und wenn ich alleine sein will, ist das meine Entscheidung. Tja, wir wissen ja, dass es seine Meinung so oder so ändern wird. Stimmt allerdings. Dass ihn das gar nicht wundert, dass wir 50 Jahre später noch immer gleich aussehen. Mein 100 Jahre später ist... Ja, das hat ihn mir gewundert. Allerdings 50 Jahre scheinen ihn nicht zu stören. Beziehungsweise, ich glaube, er hat sogar vergessen, welche Zeit wir haben. Beziehungsweise, in welche Zeit wir schreiben. Allerdings können wir hier jetzt mal mit dem Schiff übersegeln. Hier auf diesem Kontinent waren wir ja noch gar nicht. Auf diesem komischen Herbstkontinent so rum. War ich von Dämonia? Dämonia. Vollständig zerstört. Es ist unerträglich. Ich will das nicht sehen. Ich werde mit ihm sprechen. Wir sollten sie wahrscheinlich in Ruhe lassen. Tja. Da haben wir das zerstörte Königreich Dämonia. Und so ein paar einzelne Dämonen. Gibt es denn keine Hoffnung für eine bessere Welt? Sind alle Freunde des Lebens auf immer dahin? Wenn der letzte Sonnenuntergang heranbricht, werde ich euch eure Gedenken, oh Dämonia. Vor dem Krieg war Dämonia eine wunderschöne Stadt, ein guter Ort zum Leben. Seht euch bloß an, was davon noch übrig ist. An all den seid ihr Menschen schuld. Nach welchen Sinn macht es, gegen euch zu kämpfen? Ihr habt gesiegt, es ist vorbei. Okay, mit denen können wir Karten spielen. Dämonen leben länger als Menschen, aber mittlerweile gibt es nicht mehr genügend von uns. In ein paar Jahrhunderten werden Dämonen ausgestorben sein. Das war es doch, was ihr Menschen wolltet, oder? Menschen. Seid ihr da, um die letzten freien Dämonen zu begaffen? Oder würdet ihr uns gern einfangen, damit wir in eurem Bergwerk Sklavenarbeit leisten? Wieder noch. Wir könnten allerdings mit euch Karten spielen. Okay, die haben sehr viel Leben, die Dämonen. Machen wir so. Stimmt ja, wir haben jetzt ihn als neue Karte. Naja, sagen wir mal ein bisschen Mana. Naja, machen wir mal so. Holen wir aus wieder Mana. Okay, der hat auch einen Rhino. Das ist blöd. Okay, das ist auch nicht wirklich besonders gut. Okay, wir haben verloren. Was mit dem hier hinten? Der hat
hat auch so viel Leben. Hier, die geben sehr viel Mana. Machen wir mal so. Okay, es sieht gar nicht gut aus für uns. Es zahlt sich alles nicht aus. Okay, nee, ich glaube, das haben wir wieder verloren. Yep. Naja, Versuch war's wert. Verlassen wir diesen Ort. Minus. Tja. Naja, allerdings glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle noch schon wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne noch ein Abo dalassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Evoland 2 wieder. Ciao.